Dick Duck und Digge Duck. Das sind die drei anarchischen Kobolde des legendären ostdeutschen Comics Mosaik, das Millionen junger DDR-Bürger mit jedem Heft in exotische Länder und ferne Zeiten entführte. Der Triumphzug des Comics ist eine verblüffende Ausnahmestory. Ab Mitte der 50er Jahre erscheint das bunte Comic zwei Jahrzehnte, bis zum mysteriösen Verschwinden der Digge Ducks, dessen Hintergründe bisher immer im Dunkeln lagen. Jeder im Osten kennt die Digge Ducks, aber kaum jemand weiß etwas über die Macher. Legenden ranken sich bis heute um ihren geistigen Vater, Hannes Hegen. Sein Name ist allen ein Begriff, doch bekommt ihn kaum jemand je zu Gesicht. Und das hat seine Gründe. Erst kurz vor seinem Tod stimmt Hannes Hegen zu, an diesem Film mitzuwirken, hinterlässt uns nie gesehenes Filmmaterial und die Geschichte seiner Digge Ducks. Gemeinsam mit seinem Kollektiv hat Hannes Hegen einen unangepassten Comic von Weltrang geschaffen, der es mit Mickey Mouse und Co. durchaus aufnehmen konnte. Und das alles in der DDR? Bis heute ist das Mosaik Kult, aber über die Geschichte dahinter ist so gut wie nichts bekannt. Aber man hat ja jedes Fitzelchen noch genommen, ja? Andererseits, wie manche Leute damit umgehen, ja? So zerruppt und so. Und hier die Nummer 10, das, was ich als letztes habe, da war die Titelzeile unten abgeschnitten, aber schon in der Fabrik. Aber hier steht es ja, Kampf um den Korsarenschatz. Das hier war etwas, was die Kulturerlauber und Verbieter immer sehr gestört hat. Diese Westbusen, schwingende Westbusen, Unzucht. Man guckt sich das mal an hier, also. Ist das was für unsere Jugend? Ich sage nein. Das Mosaik hat für die Ostdeutschen eine überragende Rolle gespielt. Es ist Teil ihrer Sozialisation. Es ist etwas genuin DDR-haftes, das ganz positiv belegt ist, weil es für systemresistent gehalten wurde. Es ist nicht kontaminiert mit Unrechtsstaat oder wie auch immer. Aber diesen Hannes Hegen, man wusste auch nicht, dass er Johannes Hegenbart hieß, stellte man sich da als eine Art Ikarus mit Zeichenstift vor, der über den Wolken schwebt und alles Mögliche erdenkt und darf. Wer war der Mann hinter dem Mythos? Hannes Hegen, eigentlich Johannes Hegenbart, stammt aus einer sudetendeutschen Künstlerfamilie. Er lernt zunächst Kunstglaser. Und mit 18 wird er für die beiden letzten Kriegsjahre zur Wehrmacht einberufen. Nach dem Krieg muss er mit seiner Familie die Heimat verlassen und beginnt in Ostdeutschland ein neues Leben. 1947 wird für ihn ein Traum wahr. Er kann in Leipzig Buchkunst und Grafik studieren. Schon während des Studiums fällt sein besonderes Talent auf. Und so verdient er sich sein Geld mit dem Zeichnen von Karikaturen für verschiedene Illustrierte. Mit 30 hat er eine bahnbrechende Idee, die sein Leben für immer verändern wird. Eine Bilderzeitschrift mit drei Kobolden, die über die beneidenswerte Gabe verfügen, durch Vergangenheit und Zukunft reisen zu können. Die Figuren Dick Duck und Digge Duck haben das Zeug zum Großen. Und großen Vergleichen werden sie standhalten. Hannes Hegen ist immer mit dem Disney-Vergleich konfrontiert worden und hat ihn immer abgewiesen. Natürlich war der Disney-Vergleich berechtigt. Zum Teil lag es einfach an der überragenden Qualität und am langen Atem der Erzählung. Die Oma brachte auch mal ein Mickey-Maus-Heft mit. Ist ja auch nett, aber Mosaik ist besser gewesen in seinen Glanzzeiten. Und das alles wurde mit einer großen Liebe geradezu aufgesogen und veranstaltete so eine Simultanität unserer Generation, von der sich heute noch zehren lässt. Das ist ein großes Wunder. Dass das Mosaik überhaupt erscheinen darf, ist mindestens ein kleines Wunder. In den 50er Jahren gelten Comics als große Gefahr für die Jugend und werden noch öffentlich verbrannt.
Die Nachfrage ist natürlich dennoch enorm. Und das ist Hegenbarths Chance. Er macht sich zum Verlag Neues Leben auf, stellt dort seine Pläne vor und schafft es tatsächlich, die sozialistischen Kulturfunktionäre schnell zu überzeugen. Hannes Hegen hatte ganz großes Glück. Er kam in eine Tauwetterperiode mit seinem Plan, anmarschiert zum Verlag, was war es damals, Neues Leben, Junge Welt, 1955. Das heißt, Stalin war tot und der Ungarnaufstand war noch nicht passiert. Gleichzeitig war auch noch die Mauer offen. Und ich karikiere jetzt etwas, dem Sujet angemessen, eine Flut von Schund und Schmutz aus West-Berlin ergoss sich über unsere jungen Bürger. Ja, was macht man da? Verbrennt man alles? Das ist passiert. Oder stellt man humane Qualität dagegen? Da kommt nun dieser unbekannte Zeichner und sagt, ich habe einen Plan. Das war eigentlich ein Phänomen in der Zeit. Aber Hegenbarth ist mit den Digidax gekommen, als das ganz nötig war, gegen die westlichen Comics irgendwo ein Gegengewicht zu schaffen. Und er hatte das schon in der Schublade. Und deswegen hatte der so eine Narrenfreiheit auch dann. Das erste Heft erscheint noch im Jahr 1955. Die legendäre Nummer 1, Auf der Jagd nach dem Golde, ist sofort ein voller Erfolg. Und so beginnt der Siegeszug des Mosaik in einer Zeit, als Comic vielen noch als Teufelswerk gilt. Hegenbarth organisiert eine alte, vom Krieg noch völlig zerstörte Villa im Ostberliner Stadtteil Karlshorst und beginnt mit dem Umbau. Ab jetzt nennt er sich Hannes Hegen und kann sofort mit der Umsetzung seiner visionären Ideen beginnen. Hier in der Waldo-Allee entsteht das Atelier, die legendäre Schöpfungsstätte, in der Hegen und sein Kollektiv die nächsten 20 Jahre das Mosaik herstellen werden. Eigenhändig baut er das Haus aus, das ihm bis ans Ende seines Lebens Atelier und Wohnstätte sein wird. Nun ist er Bauleiter, Zeichner und bald auch Personalchef in einem. Nachdem er anfangs noch allein gearbeitet hat, beginnt er schnell, sich nach den ersten Mitarbeitern umzusehen. Und so beginnt sich das Haus in der Waldo-Allee mit Leben zu füllen. Ich bin ursprünglich zum Sänger ausgebildet. Und diese Laufbahn habe ich dann beendet, weil ich eine Annonce gelesen habe in der Zeitung, dass bei einem Grafiker Leute gesucht wurden. Das war ich, weil ich auch gezeichnet habe nebenher und habe mich da beworben bei dem Mann. Und das war der Hegenbarth. Und der hat mich dann gleich genommen, weil er sah, dass ich so auf diesem Gebiet beschlagen war, dass ich eine Fantasie besaß. Ich war 15, ja. Ich hatte die 8. Klasse abgeschlossen und habe keine weiterführende Schule versucht zu kriegen. Meine Eltern waren schon sehr alt, die dachten, es muss schnell gehen mit dem Beruf. Und dann hatte ich plötzlich keine Schule, keinen Lehrvertrag, kein Nix. Und meine Mutter fand eine Annonce von Hegenbarth, als der das erste Mal größer wurde und Leute gesucht hat. So bin ich dazu gekommen, mit 15. Ich kann mich an den ersten Arbeitstag gut erinnern, weil also mein Mann morgens sagte, also du müsstest jetzt aufstehen. Und ich sag, und dann hat er immer hinterher erzählt, dass ich mir dann richtig einen Ruck gegeben habe und ich sag, los, also jetzt geht's los. Und ich bin eigentlich voller Optimismus dahin gegangen. Und es wurde ein wunderbares Zusammenarbeiten. Immer mehr neue Leute kommen nun dazu und werden Teil des Mosaik-Kollektivs. Die Zeichnerin Edith Safranski ist eine der ersten, die über das Inserat zum Mosaik stößt. Sie wird schon bald Hegens Ehefrau und engste Vertraute.
Die Koloristin Heidi Jäger ist die jüngste im Bunde. Der Autor Lothar Dräger ist vom Beginn bis zum Ende der Digedax Hegens wichtigster Mitarbeiter. Auch Hegens Schwester, sein Schwager und sein Vater sind zeitweise Teil des Teams. Die Zeichnerin Lona Ritschel kommt etwas später dazu und wird für die nächsten 2 Jahrzehnte Teil der Mosaikmanufaktur in der Waldoallee. Im Schutz von Hegens Villa arbeitet diese Mosaikkommune unter ungewöhnlich freien, selbstbestimmten, aber auch extremen Bedingungen, fernab von Politik und Verlag. Für Hegen wird es ein immerwährender Kampf bleiben, sich diese Unabhängigkeit zu erhalten. Einige Male steht das Mosaik kurz vor dem Aus. Doch wie durch ein Wunder kann es immer weitergehen. Wir haben uns immer auf einer Insel der Seligen befunden, wie wir immer gesagt haben. Das hat es eigentlich in der Form nie gegeben. Das hat kein Grafiker und sowas, solche Privilegien genossen wie der Hegenbart. So, wir waren alle zusammen eine richtig große Familie. Und Hegenbart war der Vater. Sie hatten insofern eine besondere Stellung, weil das ja sowieso eine Besonderheit war. Der Herr Hegenbart war ja mit seiner Truppe autark da in Karlshorst. Sie mussten weder in Versammlungen teilnehmen noch sonst irgendwo was machen. Also sie haben das fertige Heft abgeliefert. Und deshalb schon. Und zum anderen war das die Zeitschrift, mit der der Verlag Geld verdient hat, schlicht und ergreifend. Ja. Wir haben also ja eine hohe Auflage gehabt, über 600.000. Und was man nicht von allen Produkten des Verlages sagen konnte, dass die gekauft wurden. Ja. Er wirkte wie so ein Deus ex machina, nicht wahr? So wie ein völlig landesuntypisches Genie mit Freiheiten, die man sich gar nicht ausdenken konnte. Und vor allem in dem Maße, wie man recherchieren konnte, stimmten die Fakten auch. Er muss auch ein hochgebildeter Mann gewesen sein. Man verfolgte ja die Entwicklung der Dampfmaschine anhand des Mosaik oder die Plastgewinnung aus der Braunkohle, wie auch immer. Und was am Hofe Friedrich Wilhelm IV. Passierte und die Erfindung des U-Bootes, der eiserne Seehund von Bauer, das kannte dieser Mann alles, konnte es erzählen und zeichnen, so dass man es nie wieder vergaß. Die Geschichten waren unterhaltsam und spannend und haben nicht mit erhobenem Zeigefinger gedroht. Und dann eben auch, also es hatte auch Charme. Ja. Das ist mir ja, als ich das, war ja erwachsen, als ich es zuerst gelesen habe. Und es sind so, die sind so liebenswürdig, die drei Kobolde und der etwas vertrottelte Ritter Runkel ja ebenso. Und das ist so. Also auch die anderen, lösen alle Probleme mit Köpfchen und nicht mit Fäusten. Und das war schon wichtig für die Kinder, glaube ich schon. Ja, natürlich die Runkel-Serie. Man muss sich das mal vorstellen. Also man hat 5 Jahre und 2 Monate, nämlich vom Mai 1964 bis zum Juni 1969 damit zugebracht, mit Dick Duck und dieser unmöglichen Rittergestalt sich von den fränkischen Rübenfeldern bis in den Orient und zurück zu begeben. Also der Hannes Hegen, der ist ja sowas wie ein Reiseführer für zwangssesshafte DDR-Leute gewesen. Er hat sozusagen im Verein mit Lothar Dräger und ihren Gespanen aus Ostlern Orientale gemacht. Und das Mosaik war unser Baedeker. Wir fingen an mit Ritter Runkel und ich erinnere mich furchtbar gern. Das war nachher unsere Lieblingsgeschichte und ich glaube auch die Lieblingsgeschichte der Fans. Also ich habe hier diesen Ritter Runkel
auf seinem Pferd. Das ist eine Zeichnung von mir. Und hier drin, und dann ging es los. Ritter Runkel in Venedig. Und ich guck mir das an und finde die Aufrisse so wunderschön. Und hier mit dem Dogen und die ganze Geschichte. Also es war schön und es hat Spaß gemacht. Und die kleinen Figuren hat Zimmi gezeichnet. Die Technik wurde von unseren männlichen Kollegen gezeichnet. Und die größeren Figuren waren dann meistens von mir. Ich habe die großen Figuren gezeichnet. Ja, ich erinnere mich an jede Seite. Und wenn ich jetzt sowas angucke, dann ist die Zeit wieder da. Und dann ist das, merke ich wieder, also fühle ich wieder die Freude, die man hatte an dieser Arbeit. Ja, das hat so einen Spaß gemacht. Der Erfolg des Mosaik nimmt stetig zu. Die Verkaufszahlen erreichen Rekordhöhen. Die Auflage auch. Und doch sind die Hefte immer binnen weniger Stunden ausverkauft. Hegen ist von morgens bis abends im Atelier und arbeitet zusammen mit seinem Team unermüdlich an den neuen Heften. Der Atelierraum war ein langgestreckter Raum, wunderbar mit Licht von der linken Seite. Ja, da war die Fensterreihe. Und wir saßen alle hintereinander, die Schreibtische, und haben gut arbeiten können. Dieser Raum hatte nochmal eine Öffnung zur Seite und da war die Farbabteilung drin. Da saßen die Kollegen, die Farben pinselten. Es wurde damals noch mit Wasserfarben alles gemacht. Ein Mosaikheft hatte einen mehrmonatigen Vorlauf und der Entstehungsprozess war äußerst aufwendig. Anhand der von Hannes Hegen angefertigten Skizzen, den sogenannten Aufrissen, führten die Zeichner komplette Zeichnungen aus und der Autor verfasste die Texte dazu. Dann wurden die Bleistiftzeichnungen in schwarze Tusche umgesetzt. Diese Tuschzeichnungen gingen ein erstes Mal in die Druckerei und wurden danach von den Zeichnern koloriert, um dann noch einmal in den Druck zu gehen. Die so entstandenen Positive gingen noch einmal durch Hegens Hände und erhielten nun erst die endgültige Freigabe, gedruckt zu werden. Uns hat es allen Spaß gemacht. Ich habe furchtbar gern gezeichnet. Ich habe es furchtbar gern gezeichnet. Ich bin jeden Tag gern zur Arbeit gegangen. Rias und SFB brachten die wunderbaren Schulfunksendungen vormittags. Da mussten wir mal aufpassen, wenn einer kam. Aber die hatten sich alle telefonisch angemeldet. Also der, den wir damals als Chefredakteur hatten, das war so ein kleiner, der hätte uns verpetzt. Hingmat hat auch manchmal so Gelesenes aus einer Blindenbibliothek oder so gehabt, Bänder. Und es hat sich unheimlich schön gearbeitet beim Zuhören. Und manchmal kam er dann raus, wenn irgend so ein Thema interessant war, und dann haben wir über dieses Thema gesprochen, was wir jetzt gerade alle gehört haben. So was gemacht. Lothar Dräger war der Geschichtserzähler. Aber Hegenbert hatte immer diesen, und wenn es nur eine verrückte Zeichnung war, einer, der da so rannte, ja, und irgendwas, dass das Bild auflockerte, und es war immer ein bisschen Klamauk dabei. Also die Konzeptionen, die sich die beiden, also der Textautor Lothar Dräger und Hegenbert zusammen ausgedacht hatten, mussten alle dem jeweiligen Chefredakteur vorgelegt werden. Und es wurde geprüft, ob sie auch politisch sauber sind. Ja, also. Als der Sputnik 1957 ins All startet und die Sowjetunion die ersten sensationellen Erfolge in der Eroberung des Weltraums feiert, greift die Begeisterung für die Raumfahrt um sich. Hier schafft es der Staat ausnahmsweise, sich in Hegens Geschichten einzumischen. Es ist die radikalste Bevormundung in der Geschichte des Mosaik.
Das war, als die große Sowjetunion diesen Start der ersten Rakete, nicht? Da mussten wir auch sofort umschwenken und haben dann unsere Weltraumserie gemacht, die ja, akzeptiert wurde, weil wir die mit dem üblichen Quatsch ausgeführt haben. Nicht? Wir haben uns ja nicht verändert in der Thematik. Wird immer erfolgreicher, auch als Geschäftsmann. Er ist geradezu ein kapitalistischer Privatunternehmer und man lässt ihn gewähren. Durch cleveres Verhandlungsgeschick kann er mit dem Mosaik bald sehr gutes Geld verdienen. Seine Mitarbeiter jedoch sind beim Verlag angestellt und müssen sich mit den üblichen Honoraren bescheiden. Die Freiheiten, die Hegen als Unternehmer bekommt, sind einzigartig für DDR-Verhältnisse. Aber ganz sicher war der ein harter Verhandlungspartner. Der war auch sehr geschickt. Der hat erstmal alle so in Sicherheit gewiegt und schön alles gemütlich gemacht. Und dann am Ende hat er schon das durchgedrückt, was er wollte. Er war ein guter Geschäftsmann, wirklich. Ich meine, er war ein Künstler auf seine Weise, aber er war, glaube ich, noch besserer Geschäftsmann als Künstler. Er hatte viele Talente. Die Ideen für die neuen Geschichten und Hefte wurden von Hannes Hegen und Lothar Dräger gemeinsam ausgedacht und entwickelt, meist bei den sogenannten Herrenabenden. Da wurde dann immer besprochen, bei den Herrenabenden, was im nächsten Heft oder in den folgenden Heften passieren sollte, wie man das aufbaut. Jeder steuerte irgendwelche Ideen bei, Gags. Und wurde dann von Lothar Dräger eben so ein bisschen festgehalten. Und der machte dann so ein Storyboard draus, also notizenmäßig. Und dann hat Hegenbart das eben aufgerissen, später. Und danach wurde das Heft dann gezeichnet. Während in der Waldoallee die Arbeit auf Hochtouren läuft, wird 1961 die Mauer gebaut. Das bringt weniger für das Mosaik, mehr jedoch für seine Herstellung einschneidende Veränderungen. Aber auch hier findet sich bald ein Ausweg. Und wir hatten ja einen Kollegen, der Egon Reitzel, der war ja Österreicher und der konnte ja dann auch mal ins westliche Ausland fahren, wenn das nötige Kleingeld reichte. Wir hatten immer irgendwelche Engpässe natürlich und der brachte dann Farben und Pinsel und manchmal auch eine Zeitschrift mit, die dann also so wie Hobby oder irgend so Geo oder solche Sachen, wo man dann wirklich mal Informationen fürs Heft auch rausfinden konnte. Das war für uns also Goldstaub eigentlich, dass Egon das konnte und Hegenbart hatte offensichtlich, ich weiß nicht, vielleicht der hatte ja Auslands, es war ja so ganz kleine Auslandsauflagen und vielleicht hatte er da ein Westgeldkonto drüben, wo Egon dann ran konnte und damit konnte der dann Farben besorgen. Und dann gab es auch Zeiten, wo wir da nicht mehr rankamen. Und dann haben wir versucht, mit DDR-Farben zu experimentieren, was dann manchmal so nach hinten losging, dass wir die Seiten aus der Druckerei zurückkriegen, weil wir auf dem Transport schon die Farben abgeplatzt waren. Also manchmal war es dann schon mit Engpässen, ja, ganz schön. Ja, die Druckqualität war ja so, dass wir froh waren, dass die so viel rausholen konnten, weil wir wussten ja, was die für schlechtes Papier haben und was die für schlechte Druckfarben haben. Es war zum Beispiel so, dass die manchmal kein Schwarz hatten, um die Konturen zu drucken. Und dann haben die Schwarz aus allen Farben zusammengemischt. Es war natürlich kein richtiges Schwarz. Und dann konnte man eigentlich immer nur der Druckerei gratulieren, was die noch rausgeholt haben aus all dem. War natürlich immer ein bisschen anders das Ergebnis als die Seiten, die wir geliefert haben. Das ist klar.
1965 ist ein dramatisches Jahr für die DDR-Gesellschaft. Das 11. Plenum des ZK der SED rechnet mit der Kulturpolitik ab und im Mittelpunkt der Anklage stehen die Künstler. Filme, Theaterstücke, Bücher und Musiker werden verboten. Das Mosaik bleibt davon erstmal weitgehend unberührt. Aber der kulturpolitische Gegenwind wird auch für Hannes Hegen und sein Team deutlich rauer. Und doch wird im Dezember 1965 ganz offiziell das 10-jährige Jubiläum des Mosaik mit allem Tamtam gefeiert. Der Spagat zwischen den Forderungen des Verlages und den anarchischen Abenteuern der Digidax wird schwieriger. Hegen stößt immer öfter an die Grenzen des Systems. Man hat auch immer wieder versucht, es zu politisieren. Warum reisen denn die Digidax nicht in die Sowjetunion, ins Land Lenins? Ja gut, sie waren mal kurz am Hofe Katharina II. Und haben den Raketenerfinder Tsiolkovsky besucht. Das war es dann aber auch. Also diesen Einflüsterungen oder Forderungen wurden nicht stattgegeben. Und dafür liebten die Leute das Mosaik. Sie waren da sozusagen politisch auf der sicheren Seite. Und dann auch noch diese wunderbaren politischen Anspielungen, die wirklich jeder verstand und bewierte. Der Chor der Schmeichler. Ja? Was ist das Licht, das immer noch leuchtet, obwohl es von oben bis unten befeuchtet? Das ist nicht die Sonne, versinkend im Meer. Das ist unser Kaiser, so stolz und so hehr. Also deutlicher ging es doch wohl gar nicht. Man sah da nicht den Kaiser Audronikus II., sondern den badenden Walter Ulbricht vor sich. Gab schon öfter mal solche Versuche, was zu verändern beim Mosaik. Es gab eine Zeit, da wollten sie dann irgendwann den Digidax mal die Maske vom Gesicht reißen und dann sollten junge Pioniere drunter vorkommen. Oder es kam ja auch immer wieder mal von der Gewerkschaft dann jemand, die uns dann irgendwas aufzwingen wollten oder nahe bringen wollten, was wir denn machen sollten. Aber da hat Hegenwart auch immer abgeblockt. Der hat uns dann immer auch abgeschirmt davor. Also der konnte das sehr gut abwimmeln immer. Es haben sich ja bestimmt oft genug Leute geärgert darüber, dass Herr Hegenwart so widerspenstig war. Ja, also und meistens nicht gemacht hat, was sie wollten. Nur wenn er das für sich auch vertreten konnte. Da müssen wir aber schon ganz grobe Fehler gemacht haben. Das war zum Beispiel ja, eine banale Fehlleistung eines Grafikers. Der hatte wahllos in einem Braunkohlentagebau Linien gekreuzt. Das ist nur daher gekommen, weil ein besonders aufmerksamer Leser sich sofort an die Staatssicherheit gewandt hat und hat gesagt, da sind Hakenkreuze zu sehen. Und so hat sofort die Stasi bei uns und so eine Haussuchung gemacht. Der Hegenbart Wolfgang von Socken, nicht? Der war ja, das hat er gar nicht gewusst, dass er solche pingeligen Leser sich eingeschaltet haben. Und der Rätsel war total am Boden zerstört, der Zeichner, der das gemacht hatte. Und der hat sich dann damit rausgeredet oder hat die Wahrheit gesagt, dass das vollkommener Unsinn ist. Die Linien, die sich da gekreuzt haben, waren entfernt mit einem Hakenkreuz zu verwechseln. Aber das war ein großer Aufreger. Das Mosaik bleibt ein Renner, auch finanziell. Die Nachfrage bei den Lesern ist nach wie vor enorm. Die Auflage liegt jetzt bei 600.000 und soll noch immer erhöht werden. Das Heft ist ständig vergriffen. Doch parallel zum Erfolg nimmt der Druck zu. Für Hegen und auch für das Kollektiv. Unter der erfolgreichen Oberfläche
sammeln sich immer mehr Spannungen. Einige von Hegens Mitarbeitern leiden zunehmend unter zu wenig Anerkennung und den enormen Anforderungen des Prinzipals Hannes Hegen. So wird die Kluft zwischen Hegen und seinem Kollektiv immer größer. Die ausgelassene Partystimmung gleicht immer mehr einer Art Tanz auf dem Vulkan. Und kaum merklich bahnt sich das Ende der Ära der Diggedacks an. Das war sehr schwer, an ihn ranzukommen. Ich habe zum engeren Kreise gehört, habe aber nie das Du angeboten bekommen. Nicht? Niemals. Wir haben uns immer gesiezt. Die Mitarbeiter haben sich ja vielleicht mehr Ruhm und Ehre für sich versprochen. Weil das war sicher ein Punkt, mit dem sie nicht zufrieden waren, dass ihre Namen nie in den Heften standen, sondern eben nur Mosaik von Hannes Hegen. Hat ja keiner von uns im Impressum gestanden. War ja lange Zeit nur Mosaik von Hannes Hegen. Und es war ja schon eine ganz große Errungenschaft, dass dann drin stand und gezeichnet im Mosaikkollektiv. Das kam ja auch erst später. Das war dann auch schon so eine Intervention, dass, ja, also wo bleiben wir eigentlich? Wir sind ja, wir machen ja auch was daran. Ist ja nun nicht bloß Hannes Hegen. Hegen, erschöpft vom permanenten Schaffensdruck, braucht mehr Zeit pro Ausgabe, um die Qualität zu halten. Durch unnachgiebige Verhandlungen versucht er, seine neuen Pläne, weniger Hefte herauszubringen, beim Verlag durchzusetzen und wiegt sich in sicherer Position. Doch während Hegen in seinen Verhandlungen feststeckt, führt man von staatlicher Seite schon längst hinter seinem Rücken Gespräche mit seinen Mitarbeitern, um diese für ein Mosaik mit ganz neuen Figuren abzuwerben und den störrischen Hegen damit loszuwerden. Es standen neue Verhandlungen an, die Verträge zu erneuern. Und Hegenbart hat gesagt, okay, aber nur, wenn ich nur noch 6 Hefte mache. Und der Verlag ist nicht drauf eingegangen, weil der gesagt hat, also man kann Kinder nicht 2 Monate auf ein Heft warten lassen, auf eine Fortsetzungsgeschichte. Ich erinnere mich auch an eine Zeit, aber da war das alles schon in Sack und Tüten. Also da war schon nichts mehr zurückzunehmen. Dass er sagte, naja, wir können ja mit ein paar weniger arbeiten und ich gebe ja auch von meinem Einkommen was ab, also ich verdiene ja auch weniger und Sie können ja auch mit weniger verdienen. Und ich muss sagen, das war für mich ein bisschen ein Schock, weil ich dachte, naja, von meinen, was hatte ich da, vielleicht 500 Mark oder so, wenn ich davon weniger kriege, das wird aber ganz schön eng. Das war natürlich eine Einkommensquelle und insofern war der Verlag, als Herr Hegenbart das nur noch nicht mehr monatlich machen wollte, schon daran, nicht interessiert daran, dass ihm das zu genehmigen. Wobei ich denke, wenn seine Truppe zu ihm gehalten hätte und sich nicht hätte einkaufen lassen, ja, dann wäre irgendein Kompromiss gefunden worden. Das ging ja dann auch ein bisschen hinter seinem Rücken, dass der Verlag mit Lothar Dreger verhandelt hat und uns gefragt hat. Klar, wir wollten natürlich weiterarbeiten, wir brauchten ja unsere Arbeit. Und wenn es mit Hegenbart nicht ging, mussten wir es woanders tun. Da hatte er natürlich das Gefühl, wir fallen ihm auch in den Rücken. Aber wir hätten das anders machen sollen. Wäre nicht anders gegangen. Ob es auch anders gegangen wäre, darüber lässt sich heute nicht mehr urteilen. Die Mosaikmitarbeiter durchschauten vielleicht das Spiel des Verlages nicht und hatten Angst um ihre Zukunft. Aber sicher ist, Hannes Hegen fühlt sich von seinen Mitstreitern zutiefst getäuscht und verraten. Denn während Hegen mit seinem Team in der Waldoallee an den letzten Heften arbeitet und noch auf ein positives Ende der Verhandlungen hofft, entwickeln Verlag und Team heimlich schon die Abrafax-Figuren, die Diggedacks ersetzen sollen. Und so wird der Schöpfer der Diggedacks ausgebotet, lange bevor er selbst davon erfährt. Als er dann vor vollendete Tatsachen gestellt wird, ist es zu spät für ihn, sein Diggedack-Mosaik zurückzubekommen. Er stand immer da und er kam raus und sagte, Frau Rietschel, man will mir mein Lebenswerk nehmen.
Und er ging auch rum und sagte, man will mir mein Lebenswerk nehmen. Das Ende des Mosaik, des Digidak-Mosaik, war allen rätselhaft. Die Runkel-Serie war zu Ende gegangen 1969, dann kam die lange, lange Amerika-Serie und dann ging es wieder in den Orient, aber nur so für 12 Hefte. Man hatte dann eine letzte Seite von einem Heft, da verabschiedeten sich die Digidaks nicht nur aus dieser Geschichte, sondern von allen Lesern und allen, die sie liebgewonnen hatten und über die Jahrzehnte begleitet hatten. Und die Digidaks treten zurück und kehren in die Welt zurück, aus der sie einst gekommen sind, in eine Fata Morgana. Schluss, aus. Und keiner wusste warum. 1975 hat es dann aufgehört, weil Herr Hegenbart in dem Glauben, er könnte sich alles erlauben, er könnte den Verlag zwingen, die Verträge zu verlängern. Das haben sie aber nicht gemacht und sind darauf zu mir gekommen und haben gesagt, ob ich das weitermachen wollte. Ich glaube, dass ihn das also sehr getroffen hat. Das heißt, glaube ich nicht nur, das weiß ich. Er hatte nicht wirklich damit gerechnet, dass die also ihn im Stich lassen und unter Leitung von Herrn Dreger ein neues Team. Er hat uns ja alle verklagt mit einer dicken, so einem Packen Papier, Klageschrift. Und hat uns dann des Plagiats bezichtigt. Er hatte sicher die Namen und also seine Figuren, seine handelnden Figuren schützen lassen, aber nicht den Namen der Zeitschrift, sodass also unter demselben Namen mit anderen Figuren das weiterlief. Und er hat sie geklagt und natürlich keine Chance gehabt. Quasi wartet ja gegen den Zentralrat der FDJ, der alle Kinderbuchverlage unterstanden, dem Zentralrat. Also, und er hat da einen Plagiatsprozess geführt und natürlich verloren, klar. Nachdem das letzte Digidak-Heft gezeichnet und die Trennung von Hegen besiegelt ist, alle Versuche, sich zu wehren, nichts ändern, verschwindet Hegen tief verletzt von der Bildfläche. Seine ehemaligen Mitarbeiter führen das Mosaik nun weiter. Der Bruch zwischen Hegen und seinem Digidak-Team ist besiegelt. Nachdem es nicht mehr Mosaik von Hannes Hegen hieß, sondern eben die Abrafax-Hefte waren, hörte man auch alles Mögliche. Er sei im Westen jetzt oder er sei tot. Warum erscheint er nicht? Warum gibt es keine Nachrichten? Ich weiß nicht, ob er es genossen hat. Auf alle Fälle wollte er es nicht anders. Es bildeten sich Legenden und vielleicht erschienen ihm die Legenden am schönsten, da auch das ganze Mosaik etwas träumerisch-legendenhaftes hatte. Nach Hegens verlorenem Kampf gegen den Verlag zieht er sich in die vier Wände seines Hauses in der Waldoallee zurück. Fast 40 Jahre. Bis zu seinem Tod im Jahr 2014 bleibt Hannes Hegen unerreichbar für die Öffentlichkeit. Seinen Mitstreitern hat er nie vergeben. Ich habe versucht, Hannes Hegen zu treffen. Mehrfach. Ich wollte ihn in seiner Villa aufsuchen, in der Waldoallee. Das war eine mosaikwürdige Szene. Ich klingelte, niemand hörte. Ich rief lauter und lauter werden, mehrfach seinen Namen. Und vom Nachbarhaus öffnete sich ein Fenster. Und eine Frau sagte, der alte Herr macht nicht auf, der zeigt sich selten. Ich sagte, ist der alte Herr Herr Hegenbart? Fenster zu. Daraufhin habe ich einen Brief geschrieben und in den Kasten gesteckt. Keine Antwort. Und schließlich dachte ich, ich müsste ihn jetzt treffen bei dieser Mosaikausstellung. Er war angesagt und kam nicht zur Eröffnung, weil er im Hause gestürzt war. Es kam aber Lothar Dräger, der nach den vielen Jahren des Zerwürfnisses, die mit dem Ende der Digidaks und dem Beginn der Abrafaxe zusammenhängen, der hatte sich eigentlich
vertragen wollen an dem Abend mit Hegenbart und sagte, ja, ein paar Sätze hätte ich sicher mit ihm gesprochen. Wir sind doch nun beide am Ende unseres Lebens und wir haben doch ein schönes Leben gelebt und ich will ihn nicht kränken. Ich bin Johannes Hegenbart niemals begegnet, nur im Tode. Von seinem Begräbnis habe ich zufällig erfahren. Ich war dann einer von 30, die auf dem Friedhof in Karlshorst gewesen sind. Und eine seltsamere und asketischere Beerdigung habe ich nie erlebt. Es wurde kein Wort gesprochen. Dann kamen die Träger und sprachen, so fahre denn hin. Der Einzige, der was gesagt hat, ist nach meiner Erinnerung Luna Rietschel gewesen. Sie bedankte sich bei Herrn Hegenbart, die haben sich ja immer gesiezt, und sagte, vielen Dank für die wunderbare Zeit. Es gab jeden Tag was zu lachen. Well, it's summer, it's sad, and the moon is full of rainbows. Well, it's summer, it's sad, when we go through many changes. Well, it's summer, it's sad, then all I really know is that I truly am. And the summer, it's sad, in the summer inside, in the summer inside.